Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und machen direkt weiter. Ich muss mal überlegen, jetzt waren da noch einige Räume. Den hier unten hatten wir jetzt. Genau. Dann den da hinten. Ich muss mal noch mal schnell was kontrollieren. Ja, hier waren wir, glaube ich, drinnen, ne? Wir gehen mal sicherheitshalber noch mal rein. Ja, hier war das mit dem Gewehr. Okay. Okay. Dann gehen wir hier hin. Und zwar wollte ich mal... Den Raum waren wir ja auch schon. Das war, glaube ich, der... Ich muss mir jetzt erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Genau. Das war der Raum. Dann wollte ich nochmal da hinten gucken. Okay, und hier war das Musikzimmer. Okay, nee, dann hatten wir hier alles. Naja, dann gehen wir eben gleich mal hier. Und auf der anderen Seite müssten wir jetzt... Ich glaube, hier auf der Seite hatten wir jetzt soweit alles. Mal schauen. Da waren dann die Hunde, bla bla bla. Da müssten wir aber auch nochmal durch. Wir gehen aber erstmal hier rein. Jetzt haben wir ihn benutzt. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ist das? Aha. Okay. Haben wir hier was? Ah. Magazin. Oh, wir haben jetzt viel Muni. Ah. Ich höre das schon wieder. Dass ich dann immer noch mal schießen muss. Aber ich habe Angst, dass sie aufstehen. So, was haben wir hier? Wird geknackt. Aufmachen. Wow, Schrot. Sehr schön. Ja, natürlich nehmen wir sie mit. Und dann mal gucken, was hier hinten ist. Oh. Ein krabbelnder Zombie. Ja, du musst hier rumschleichen. Gehört sich nicht. So, was haben wir hier? Ein Farbband. Will ich das jetzt mitnehmen? Ach komm. Nimm mal mit. Zwei Pflanzen. Ja, ich hab's gewusst. Nimm mal eine mit. Ach nee, die kombinieren wir und nehmen die andere auch noch mit. Genau. Dann haben wir nämlich hier auch alles. Die nehmen wir auch mit. So, haben wir dann hier noch was? Nichts. Nichts. Was ist mit der Tür da hinten?
Ach so, da braucht man einen besonderen Schlüssel. Ja, Jill, man kann dich im Spiegel sehen. Ja, okay. Dann können wir hier schon wieder weg. Mir gefällt aber nicht, dass ich schon wieder voll bin. War denn hier der Speicherraum, wenn ich oben... Moment mal. Da unten gehen wir gleich hin. Gehen wir jetzt oben auf der rechten Seite. Da war doch gleich ein Speicherraum. Also wenn wir hier... hier reingehen. Ja, hier ist das immer noch mit der mit dem Dings. Na, sage mal. Ach, hier ging's lang. Da können wir auch noch rein. Aber war das jetzt hier gewesen? Ich guck mal, da hinten war das. Ich glaube hier und dann die Treppe runter, ne? Genau. Und da hinten war auch, glaube ich, noch der Raum auf der Innenseite. Aber wir müssen erstmal Zeug loswerden. So, Moment mal, Moment, Moment mal. Packen erstmal das weg. Nach unten hin, würde ich sagen. Das grüne Kraut packen wir jetzt auch erstmal weg. So, nein. Ich habe doch hier irgendwo auch Speicherdinger gehabt. Genau hier. Die werden wir zusammenfügen. Ja. So. Einmal das kombinieren. Und einmal das kombinieren. So. Aha, hier ist die Shotgun. Die müssen wir auch noch nachladen. Ich weiß aber, dass da noch... nee, später erst. So, die eins tiefer. So. Können wir ja gleich mal hier oben jetzt den Innenraum gucken. Also ich glaube schon, dass das Rüstungsschlüssel war. Und ganz hinten war nämlich Helm. Das Feuerzeug haben wir ja auch noch nicht. Müssen wir da oben mal finden jetzt. Ja, und die andere Seite, wir sind ja auf der richtigen Seite, genau. Hier wollte ich rein. Wollte ich da rein? Nein, ich will erstmal hier rein. Wieder ein Fahrband, aber da wir hier in der Nähe von dem Speicherdings sind, was war das? Ah, wieder was zum Lesen. Sonst noch hier was? Nicht. Ein Aquarium. Ah, hier ist so ein Loch kaputt.
Ja. Ah, wird's Wasser abgelassen. Also da ist die Tapete ein bisschen. Kann man das jetzt. Kann man hier hinterher? Hallo Jill. Tatsächlich, ich kann es hier hinterschieben. Und ich denke mal. Genau, das war so. Oh, Granaten. Explosivgranaten. Nehme ich gerne mit. War noch was hier? Nee. Okay. Aber wir müssten eigentlich bald mal auch so das nächste Emblem finden. Vielleicht hier drüben. Oder den nächsten Schlüssel. Eins von beiden. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir das Feuerzeug. Dann können wir ja doch da hinten in den Raum noch hingehen. So, mehr gibt es hier wahrscheinlich nicht. Ne. So, was haben wir hier? Einmal Munition. Noch irgendwas? Hier in der Mitte rein. Tatsächlich. Ist auch nichts. Und da ist noch ein rotes Kraut. Jill. Das nehme ich mal eben auch mit. So, dann ist der Raum auch leer. Aber leider kein Schlüssel und kein Emblem. Aber naja, gut. Jetzt gehen wir schnell noch dahinter. Den Kamin nämlich anzünden. Mal sehen, was hier passiert. Und es blodert. Ah, und eine Karte wird sichtbar. Sehr schön. Vom zweiten Stock. Okay. Das heißt, wir können ja mal gucken. Ah. Da hinten sind wir gerade. Ja, hier brauchen wir ja noch den Helmschlüssel. Drüben auf der anderen Seite ist ja auch noch. Ja, naja, wir werden sehen. Okay. So, wo konnten wir dann noch den Rüstungsschlüssel benutzen? Drüben auf der anderen Seite. Aber erstmal wieder Zeug ablegen. Ne, nicht drüben auf der anderen Seite. Hier auf der Seite. Mhm. So, was lege ich denn jetzt ab? Auf jeden Fall das hier. Auf jeden Fall das. Hatten wir davon schon welche? Nein. Ach doch, er hat welche drinne. Moment mal, kann ich die nicht kombinieren? Kann ich nicht, der kann echt nur 6 Schuss tragen. Ist ja übel. So, dann geht der natürlich wieder zurück.
die dann gleich. Ach, hier haben wir das Windwappen noch. Dann fehlen ja noch zwei Wappen. Ah, das Feuerzeug würde ich gern mal. Die legen wir jetzt mal so mit rein. Irgendwo brauchte man das Feuerzeug noch, das weiß ich. Bin nur gerade am Überlegen jetzt. Okay, machen wir das jetzt erstmal mit der. Mit dem Verletzten. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Dazu gehen wir einfach wieder hoch. Und dann kann ich endlich nämlich den Schlüssel für den Schlangenraum schon mal loswerden. Aber bevor ich mich da mit der Schlange einlasse, werde ich nochmal da fällt mir ein. Moment mal, ne, hier nicht. Hier, der Raum. Komm. Genau, hier haben wir ihn auch nochmal benutzt. Ah ja, das ist einfach, das Rätsel. Das war beim Remake ein bisschen schwerer. Wenn Jill jetzt so macht, wie ich das mir... Ja, Jill, schön. Das war ein bisschen zu weit. Nein. Ja, das ist gar nicht so einfach. So, müsste eigentlich reichen. Naja, jetzt ist... So ist besser. So, ja, den. Moment. So. Wir müssen nämlich... Oh, Jill, jetzt. Ich hasse so eine Fummelarbeit mit ihr. Den müssen wir hier hinter. Hat sie das denn jetzt auch? Ich hoffe mal. Gibt es noch ein Bild von hier hinten? Leider nicht. Ja, wird schon passen. Ansonsten wären wir nämlich vergiftet. Ah. Der stand nicht richtig drauf. Jetzt haben wir den Salat. Sind wir jetzt vergiftet? Nein, noch nicht. Ah, das haben sie auch blöd gemacht. Man konnte das da hinten gar nicht richtig sehen. Ach, ich weiß auch warum. Momento. Jetzt fangen wir wieder an hier. So, der ist perfekt. Ja, weil man den erst so hinschieben muss. Da sieht man das Bild auch. So. Jetzt aber. Na, da habt ihr wenigstens mal gesehen, was passiert, wenn es nicht richtig draufsteht. Ja, jetzt haut's hin. Er hätte ja auch kurz mal die Luft anhalten können. Ah, dann fehlt uns ja bloß noch eins. Das ist nämlich bei der Schlange. Das weiß ich auch noch. Aber jetzt machen wir erstmal das mit der Schlange. So, dann haben wir das jetzt auch. Aber wir haben ja immer noch den Rüstungsschlüssel. Den haben wir noch gar nicht abgelegt. So, jetzt brauche ich natürlich, ja, okay. Jetzt machen wir das hier schnell. Ach, hier braucht ich den auch noch.
genau. Richard! Richard! What happened? Oh, Jill. Alter, seht ihr das da auf der Brust? Das sieht aber nicht aus wie ein Schlangenbiss. You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake and also poisonous. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no. Wir sollen ihm Serum holen. No problem. I'll go and get it. Thanks. Aus dem Krankenraum auf der anderen Seite. Aber ich glaube, er stirbt sowieso. Egal, wie wir uns beeilen. Ja, genau, da hinten müssen wir hin. Zeigen sie uns jetzt an. Ich glaube, egal wie wir uns beeilen. Da haben sie es beim Remake ein bisschen besser gemacht. Also da hat man wirklich, dass er dann überlebt hat. Fürs Erste. Ich meine, er ist ja dann auch gestorben, aber da hat er uns wenigstens bei der Schlange geholfen. Ich glaube, hier diese Animationen, die zählen nicht zu der Zeit von Treppen und Türen. So, dann hier rein. So. Da ist das Serum. Ja, ich würde sagen, wir bringen das erstmal weg. Wir können uns ja dann für die Schlange rüsten. Ich weiß aber nicht, ob ich sie gleich bekämpfen soll, weil man kann auch einfach die Schlange kommt und dann rennt man hinter, schnappt sich das Teil da und rennt wieder raus. Aber es kann natürlich sein, die Schlange muss man auf jeden Fall bekämpfen, später dann. Kann aber sein, dass die dann vielleicht stärker ist. Ich weiß es nicht. Ich bin am Überlegen. Meine Zeug zum Schießen haben wir ja genug, dass wir sie platt machen können. Here's the serum. Richard, so, ich hab ja, bin ja jetzt ziemlich zügig gelaufen. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... Ja, ja. Spritz, spritz. No! Richard! Er stirbt trotzdem. Jill, be careful. Ja, alles umsonst. So, die Kräuter lassen wir da erstmal stehen. Ach, da kotzt er mich auch noch an. Ist er jetzt tot? Ja. Hat er mich jetzt vergiftet? Nee. Dachte schon. So, aber erstmal. Moment. Ist hier der Schlangenraum? Den brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Ablegen. So, da gehen wir aber noch nicht rein.
möchte erstmal hier hinter dann frage ich mich jetzt, welchen Raum wir für den Rüstungsschlüssel vergessen haben. Ja, hier ist ein Farbband. Das lasse ich erstmal liegen. Hier ist nochmal. Jetzt haben wir schon über 2000 Schuss. Können wir auch mal nachladen. Ach, über 200 Schuss, meine ich. So, und den Schrank hier. Den konnte man. Ey, Jill. Konnte man wegschieben. Aber da es da drin jetzt dunkel ist, reicht das schon zu? Ja. Kann ich hier Licht machen? Und dann finden wir. Ich glaube Brandgranaten, ne? Ne, Säure oder Brand. Hm. Egal, ja, mehr ist hier glaube ich nicht. Ja, da wir jetzt sowieso erst. Aber ich möchte mal wissen, wo der. Die nehmen wir jetzt mal schnell mit noch. Dann brauchen wir nachher nicht so viel. Später dann können wir da mal ein paar auslassen, meinte ich. So, haben wir jetzt noch Platz für eine grüne Pflanze. Hey, man kann aber nicht durchlaufen. Lebt er doch noch? Ich klicke mal an. Richard vom Bravo Team. Er hat das Serum gekriegt. Ist er jetzt so tot oder ist er nicht tot? Ich werde mal eine nehmen, da mich ja schon. Und die andere nehme ich dann mit. Da mich ja schon Zombie angekotzt hat und das Gift vorhin. Also das Gas da. So. Wo ist jetzt der letzte Raum für den Rüstungsschlüssel? Kann ich da vielleicht auf der Map mal gucken? Auf der Seite. Wieso ist denn. Moment mal, da kommen wir rein, da rum. Ja, das war Helm. Und da hinten war ja das mit dem Schloss. Anders kommt man doch da gar nicht rein. Hm. Ja, und die andere. Da ist auch noch einer. Da hinten. Ach so, ja, jetzt fällt es mir ein. Dann gehen wir erstmal zum Speicherraum und dann gehen wir nach unten erstmal. Wir mussten ja, dann werde ich mal noch die, die Hunde töten. Gehen wir gleich unten raus. Konnte man doch auch, ne? So, hier hatten wir ja alles. Bis auf da hinten die Tür mit dem Helmschlüssel. Genau. Dann können wir auch gleich abspeichern. Sicher ist sicher. Ja, möchten wir gerne. Wir möchten es gerne überschreiben. Boah,
auch erst dreimal gespeichert. Nicht schlecht. So. Ja, das lege ich erstmal ab zu dem anderen. Ja, wieso? Nee, anders. So. Dann kombinieren. Ja, Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen dauert. Aber ich weiß, wir haben ja hier noch irgendwo. Genau. So. 21 Mal können wir jetzt noch speichern. Das ist eine Menge. So, die Granaten. Moment mal, wir hatten... Ja, hier haben wir doch dieselben schon mal. Ach, der tut's ja wieder nicht. Aber die tut er doch zusammenfügen, oder nicht? Genau. So. Granaten. Das Feuerzeug legen wir mal hier oben hin. Ja, wo brauche ich? Ach so, habe ich ja gesagt, da unten. Jetzt bin ich am Überlegen, die Hunde. Das waren ja zwei. Ah, dann sind wir auch schon da unten. Aber trotzdem bräuchten wir noch das dritte. Und wer weiß, was da noch alles liegt. Wir gehen erstmal so los. Aber bevor wir das machen, mache ich hier erstmal einen kleinen Schnitt. Denn ich denke, wir sind schon über eine halbe Stunde. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.